Oh Gott, ey, das hätte man so einfach haben können, nicht wahr? Eigentlich schon. Ja. Aber ich mache jetzt erstmal Kreuze. Was machst du? Drei Kreuze. Oh, Modelleisenbahn erhalten. Nee, aber wirklich, hätte man den Tipps gleich von Anfang an so, wär man da gefolgt, dann wäre das so einfach gewesen. Eigentlich schon. Ja, schlimm. Das ist es, sehr beeindruckend, junger Mann. Also, wovon hatten wir gerade gesprochen? Was, sie haben gebrochen? Sie hörten eine Flöte. Keine Tröte, eine Flöte. Es kann nur eine Flöte des Phantoms gewesen sein. Sie ruft das Ungetüm herbei, wisst ihr? Furchtbar, grauenhaft, wirklich eine schaurige Sache. Dazu fällt mir leider kein Reim ein. Darauf kann ich mir keinen Reim bilden. Nach Süden, oder? Natürlich. Nach Süden, ja, unten. Endlich. Hier ist Greenlee. Da, weg mit der Musik. Reicht. So. Der hat nix. Oh, ich klick grad an, wo du das sagst. Bla bla bla. Oh. Wirklich großes Glück. Der hat was von einer Prophezeiung gesagt. Oh, weiß ich nicht, ob's Das Orakel soll sogar unseren Bürgermeister kennen, aber nicht weiter sagen. Doch vielleicht kontrolliert er ja selbst das Phantom und treibt ein übles Spiel in Miss Tellery. So ein Blödsinn! Oh, hey, nur ein Scherz, Kleiner. Schau doch nicht so entsetzt, war doch nicht so gemeint. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den überhaupt gesprochen habe oder ob du den oder wer oder was. Nee, da, also ich glaube, der warst du, aber wie du den gesprochen hast, weiß ich auch nicht mehr. Tja. Oh! Wollen wir ansprechen? Ja, der Vogeltyp hat ein Rätsel. Oh, super. Endlich kommen sie mal. Alle miteinander. Der warst auf alle Fälle du. Wen sehen meine Adleraugen da? Kuckuck, Luke. Kuckuck. Hallo, Chickley. Ist das nicht dein Freund von dir, Luke? Ja, früher haben wir jeden Tag zusammen gespielt. Aber jetzt bei unseren Nestern... Wo wir unseren Nestern fast entwachsen sind, sehe ich dich gar nicht mehr. Du bist doch immer den ganzen Tag zu Hause. Was machst du denn hier draußen? Luke war so nett und hat uns angeboten, uns zum Markt zu begleiten. Der Markt? Das ist das Nest der Fabrikarbeiterkinder. Sind das jetzt Kinder von Fabrikarbeitern? Oh. Nein. Nein, das sind Kinder, die in der Fabrik arbeiten müssen. Ja, Sklaven. Chinesisches Spielzeug von Kindern für Kinder. Deren Eltern sind nach der Schließung der Fabrik alle arbeitslos geworden. Was? In Miss Tellery gibt es eine Industrieanlage? Ja, da gibt es Kohlenrauchfabrik. Sie stellt nur Kohlenrauch her. Sonst nichts. Ja, im Osten der Stadt. Schaut sie euch ruhig an. Seitdem die Mitarbeiter arbeitslos sind, scharen sich deren Kinder auf dem Markt. Sei vorsichtig, Luke. Als reicher Junge bist du der Schwan unter den hässlichen Entlein. Oh, das ist gemein. Ihre Neid werden sie dich sicher spüren lassen. Neid? Wieso sollte man auf mich neidisch sein? Oh, Luke, sei doch bitte kein naives Küken. Dein Horst... Dein Horst ist riesig und dein Vater regiert als stolzer Adler den Hühnerstall. Horst, ich mag dieses Wort. Was macht der schwule Adler? Ah, ich sag nix. Na, er fliegt zu seinem Horst. Ja. Die anderen können von so einem Leben nur träumen. Aber das ist doch lächerlich. Irgendwann wirst du es verstehen, aber geh nur unbesorgt dahin. Die beiden Erwachsenen hier nehmen dich schon unter ihre Fittiche und beschützen dich. Sehr wohl. Wir legen unsere Schwingen und um ihn und... was rede ich da? Ja, sie würde ihre Schwingen bestimmt gern um ihn legen. Hey, das ist nichts Perverses so unbedingt. Ja, das ist wahr, ja. Das freut mich. Hey, wie wäre es mit einem Rätsel? So wie früher, na, magst du?
du warst doch schon immer verrückt nach Rätseln. Kannst du dieses lösen? Altersfrage. Juhu. Sowas wieder. Oh. In einem sonderbaren Brief erklärt ihr ein befreundetes Mathematikerpaar. Unsere Tochter Biene ist letztes Jahr im März zur Welt gekommen. Multiplizierst du ihr Alter mit dem ihrer Geschwister Toni und Tina, erhältst du 36. Addierst du stattdessen die Alterszahlen unserer drei Kinder, so lautet das Ergebnis 13. Wir sind alle glücklich und zufrieden und lachen viel gemeinsam. Der Brief wurde am 25. April geschrieben. Wie alt sind die drei Kinder? Hey, ich kenne jemanden, der hat an dem Tag Geburtstag. Cool. Was hat das mit dem 25. April eigentlich zu tun? Naja. Letztes Jahr im März, ach so. Das bedeutet, das Kind ist ein Jahr alt. Na, gucken wir erstmal. Am besten, wir finden erstmal raus, was hier diese. Was zur Zeit des. Ich weiß es! Warte. Ich weiß es! Hey, ich will's aber auch erstmal! Okay. Fass es ja nicht, ey. Der Lösungsweg ist das Wichtigste. So, machen wir doch mal. 2 plus 6 plus 3 wären 11. Klappt schon mal nicht. Dann. Oh mein, der S ist auf Rot. Solange du rätselst, hol ich mal mein Ladekabel. Okay. Ah, da liegt's ja sogar. Mal. Da müsste man ja also. So. Glückwunsch. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, welches Kind wie alt ist. Ja, okay. Hab's. 4 mal 2. Also, das sind da 6 und dort sind es 8. 8 mal kann man nicht. Nee. Na, mein Styler! Wo ist der denn jetzt hin? Letztes Jahr im März zur Welt gekommen. Das heißt, Moment, also ein Kind ist ein Jahr, kann das sein? Ja, ganz offensichtlich. Na klar. Ach so, na Moment, dann schauen wir mal. Ach Gott. 1 plus 12 ist 13 Jahre, also müssen die 12 aufgeteilt werden. Oh. Wow. Klar. Ja, sag ich ja. Ja, das ist so. dann sind da welche auf jeden Fall Zwillinge. Und warte nochmal. Genau. Dann oder zumindest im gleichen Jahr geboren. Naja, ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man gleich dann das nächste Kind raushaut, nachdem man. Ich weiß ja nicht, inwiefern das möglich ist. Ich habe noch keins gekriegt. Also, Moment, multiplizierst du ihr Alter mit dem ihrer Geschwister Toni, Tina? Hältst du so und so. Okay, das heißt ja dann. Welches war jetzt unsere Tochter Biene? Okay. Genau. Biene ist also 1. So, und die anderen sind beide 6. Jawohl. Boah, da bin ich jetzt gerade voll stolz auf mich, dass ich da so schnell drauf gekommen bin. Das ist meine Antwort. Ja. Sorry, ich war hier ein bisschen das abgelenkt. War ganz leicht. Isst du da was oder wie? Nein. Klang gerade so. Nein, ich kau mir halt meine Finger ab. Ach so. Schön wäre auch, wenn jetzt wäre, die würden zusammen multipliziert 216 ergeben und zusammen addiert 18. Die Kinder sind 6, 6 und 6 Jahre alt. Nein. Die Rechnung geht nur so schön auf, weil die beiden älteren Geschwister Zwillinge sind. Ja. Na, da hast du den Vogel aber abgeschossen. Ach so, ich hab gehört, dass deine Mutter fort ist. Aber lass den Schnabel nicht hängen. Sie kommt sicher bald wieder. Ich lasse meinen Schnabel. Ich meine, ich bin nicht traurig.
Krächt, krächt! Das ist 1993! Krächt! Ja, genau, und Raben sind weiß mit gelben Punkten. Verstehe schon. Irgendwie ist der Typ ziemlich psycho, oder? Oh, 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 ich kann da was klicken. Und es ist ein Kuriositätengegenstand. Tatsächlich, ein edler Schlüssel. Oh. Man kann trotzdem nichts damit anfangen. So, wo wollen wir lang gehen weiterhin? Nach unten nehme ich an, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es noch irgendwo andere Rätsel und. Ah, Brokkoli hat nix. Brocco. Was sagt er denn? Das Phantom hat beim Hotel angeklopft, ja? War ja kein Zimmer mehr frei, oder was? Es sollen sogar Gäste im Haus gewesen sein, als das Phantom vorbeikam. Und keiner wurde verletzt. Da hat unser Phantom wohl einen schlechten Tag gehabt. Was? Ihr wollt zum Rabenmarkt? Viel Glück. Der schwarze Rabe freut sich sicher schon. Der schwarze Rabe? Hey, Sie sind ja ein feiner Papagei. Plappern Sie immer alles nach. Er sollte Comedian werden. Irgendwie sind die alle. Ja, Mario Barth zum Beispiel. Lacht auch über seine eigenen Witze mehr als alle anderen. Boah. Nein. Der Markt liegt gleich hinter der Seilbrücke. Ich bin schon ganz gespannt, was es da zu kaufen gibt. Tja. Alles, was du willst. Hasch, Crack. Ja, Koks. Hinweismünze im Schild. Hinweismünze in einem Lolli. Lolli? Ja, aha. An diesem Verkaufsdienst. Hier kann man an dem Strauch rumkommen. Und eine Kuriositätenkiste. Und oben links ist auch eine Hinweismünze. Da. In diesem, genau. So, wollen wir sie hast mal. Du alle drei? Ja. Wollen wir die Süße mal anquatschen? Jo. Oh, kein Rätsel. Hallo, ich hätte gern ein paar von diesen lecker aussehenden Karamellbonbons, bitte. Und haben Sie auch Leckmuscheln? Oh, oh, oh. Was denn, ich mag Leckmuscheln. Schade, dass es die nicht mehr so. Ich weiß nicht, wo es die gibt noch. Ich kenne die nur aus Erzählungen, ich habe nie welche gehabt. Da musst du mal bei Google Bilder Leckmuschel eingeben. Werde ich machen. Mach du die mal. Hätten Sie gerne, ja? Bedauere, aber daraus wird nichts. Die esse ich alle alleine. Ich fertige all meine Bonbons mit Liebe und meinen eigenen Händen. Und sie sind nur für Kinder, nicht für erwachsene Naschkatzen. Bitte was? Ich darf keine Bonbons bei Ihnen kaufen. So sieht's aus. Eine erwachsene Frau wie Sie? Sie sind doch kein Kind mehr. Du hingegen, junger Mann. Wie wäre es mit etwas Karamellkonfekt, Knusperkrokant, Kokoskipferl? Gucke mal, wie die heißt. Tante Toffee. Tante Toffee. Ja. Das ist die sogenannte Toffee-Fee. Ich bin nicht mehr klein, also nein, danke. Von dir kann sich deine Begleiterin eine Scheibe abschneiden. Dann wären wir ja fertig. Bis bald. Oh, Entschuldigung, Emmy. Ich hätte ein paar Bonbons für Sie kaufen sollen. Oh, hat die den Mund auch mir jetzt gehabt. Schon in Ordnung, Luke. Ich bin ja kein Kind mehr. Wollen Sie wirklich keine? Sie sehen so traurig aus. Nein. Nein, danke.